Also erstmal ist der Brandner Kasper ja ein alpenländischer Mythos und eine alpenländische Saga, die, man hört es ja unschwer, ich komme aus Bayern, ich natürlich kannte. Also in Bayern kommt man da gar nicht dran vorbei. Wichtig war mir, dass man einfach nicht nur eine Gaudi draus macht und einfach, es ist eine Komödie, aber es ist einfach keine platte Komödie. Und wie es oft so ist in der Komik, ist, dass sie sozusagen sich aus der Traurigkeit speist. Grabstein, der auf meiner Traudel, meiner Tochter, meine ältere Stadt, ist schon ganz verwittert und verfallen. Bloß ich weiß nur, wie sie ausgesehen hat. Brandner, willst nicht doch mit mir gehen? Also in dem Stück gibt es einen schönen Satz, den der Tod, also auf Schwäbisch der Knochenkahle, sagt, nämlich die Zeit hat einen mächtigen Biss, sie beißt das Alte weg, damit das Neue hinterherkommen kann. Oft habe ich mir gedacht, ja, also wenn die Zeit, ja, wenn die Zahn lockert wird und sie könnte nicht mehr beißen und es ging nichts mehr zu Grund, ja, das gibt einen Quirks. Es gibt keinen Platz mehr für was Neues auf der Welt. Von lauter altem Graffel. Das Stück thematisiert über weite Strecken den Tod. Aber der Tod ist so witzig und auch so eigen und auch so skurril, dass man nicht so ganz viel Angst vor dem Knochenkahle haben muss. Und das wäre doch schon mal was fürs Leben. Und wenn ich will, ein Raps. Und wenn ich will, sogar drei Schnaps. Und wenn ich will,